Also da ist die Frage, wie sah eure Galeriearbeit aus, eigentlich nicht richtig gestellt. So. Das heißt aber nicht, wir haben, also in der Kölner Zeit, also bei uns sind halt die Künstler der damaligen Zeit aus- und eingegangen. Die waren halt bei unseren Ausstellungen auch da. Da war der Kippenberger da, da war der Büttner da, da war der, die Öhlens waren da, die Kölner Szene sowieso, denn die waren ja bei uns um die Ecke, wir waren ja da mitten in der Innenstadt mit unseren Räumen. Und es war sehr lebendig. Also wir haben viele, viele Gespräche, auch Streitgespräche, halt mit den Künstlern geführt in der Zeit, auch der Dokupil und wie sie alle heißen, Adamski, die waren ja alle bei uns, kamen ja alle auch zu uns. Auch der Max Hetzler, auch die Kollegen zum Teil. Nicht alle, aber manche kamen doch auch zu uns. Und das war für mich natürlich eine neue Welt, weil ich plötzlich da mittendrin war und nicht eben einer von den Besuchern, sondern eben einer, der ja, das von innen im Grunde betrieben hat. Und das war etwas, was ich lernen musste. Das war nicht vorhanden. Ich kam aus der Wirtschaft, ich hatte Erfahrung, wie man ein großes Büro leitet und wie man Leute abwimmelt und wie man andere zulässt und mit Menschenkenntnis und das, was man da braucht in so einer Position, auch mit abstraktem Denken und Vorbereitung von Unterlagen für meine Chefs damals. Und so habe ich natürlich auch für Hans Jürgen das Backoffice, nennen wir es mal so, natürlich immer gemacht. Ich habe geschrieben, die Briefe, ich habe die Buchhaltung gemacht, ich habe nicht selber, sondern vorbereitet. Also ich habe dann den Betrieb der GmbH, ich war Geschäftsführer der GmbH, bin es heute noch, die existiert immer noch, diese Firma, die ist aus der Galerie Müller entstanden, genannt Galerie Müller, dann kam sie Kunst privat, haben wir sie dann umgetauft, als wir nach Köln gekommen sind, als wir hierher kamen, haben wir sie Artlantis genannt, das ist immer Galerie Müller gewesen, so, wenn du so willst. Und auch das, worüber ich heute noch verfüge an Bildern, kommt aus der Zeit, entweder von Hans Jürgen, als ich noch nicht da war, beziehungsweise aus der Zeit, wo wir gemeinsam gekauft haben. Ich habe ja viel Kunst auch selbst gekauft. Und ich war ja eine sehr erfolgreiche Frau, bevor ich Hans Jürgen kennenlernte. Ich habe viel Geld verdient. Ich hatte ja auch die Möglichkeit, es zu tun. Und ich kann also, das ist auch mein Problem heute manchmal, dass ich diese Praxis des Galeristen, die Notwendigkeit, also die notwendige Praxis, die man beherrschen muss, um eine Galerie zu betreiben, natürlich nicht beherrsche wie Hans-Jürgen Müller. Wie denn? Ist gar nicht möglich. Und ich stoße da immer wieder an meine Grenzen, weil diese Dinge hat alle Hans-Jürgen entschieden, nicht ich. Das muss man wissen. Und ich habe zu dem einen Künstler ja gesagt, zu dem anderen nein. Also wir haben oft Meinungsverschiedenheiten auch gehabt über die Kunst. Ich hatte ganz bestimmte Vorstellungen und habe auch bei vielen, die Hans Jürgen damals zum Beispiel nicht gutiert hat, gedacht, da irrt er. Inzwischen sind die sehr teuer geworden, also ich lag da gar nicht so schief, scheinbar, also wenn man dem Geldzuwachs Glauben schenken darf. Aber ich denke, es sind auch gute Künstler, also von denen ich jetzt, an die ich jetzt denke, zum Beispiel. Aber das ist auch legitim. Also deshalb sollte auch, wenn ein Ehepaar Kunst kauft, niemals sich auf irgendein Mittel einigen, also auf irgendein gemeinsam tolerierbares Bild, sondern lieber soll einer ein Bild kaufen dieses Jahr und sie dann das nächste Jahr ein anderes, weil diese Art von Kompromissen, die gehen immer schief. Das funktioniert nicht. Das habe ich auch sehr schnell kapiert und auch Hans-Jürgen wusste das sowieso. Also wir haben sicher auch sehr fruchtbare Streitgespräche über Kunst geführt. Wir haben überhaupt sehr viele Streitgespräche geführt, aber Streitgespräche eben vor allen Dingen auch über dieses Projekt, über dieses Vorhaben, nicht? Und da gibt es ja kein, ich weiß nicht, wie heißen diese Bücher, die es heute zuhauf gibt, diese Ratgeberbücher. Ja, es gibt ja kein Ratgeberbuch, wie verändere ich die Welt mit Kunst. Also, und da kannst du dann nachgucken, wie du es machen sollst. Das gibt es ja nicht. Also wir haben dann Hans-Jürgen seine Vorstellungen und ich und auch Gestaltungsfragen auf dem Gelände, wo wir uns gestritten haben,
wie die Kesselflicker, wie es denn nun werden soll, und aber eben mit letztlich mit fruchtbarem Ergebnis. Also ich glaube, dass man halt in einer Beziehung, ob Ehe oder nicht Ehe, will ich gar nicht sagen. Also wenn zwei Menschen miteinander leben, dann sollten sie sich nicht verbiegen lassen, dadurch, dass sie den anderen lieben oder geliebt werden und Angst haben, sie verlieren den, wenn sie plötzlich nicht seiner Meinung oder ihrer Meinung sind, weil damit geht die Ehe, geht auch die Verbindung kaputt. Also das ist trotzdem ein Veränderungsprozess, in dem wir dann stehen. Also ich habe mich sicher sehr verändert und auch Hans-Jürgen hat sich verändert. Also das ist ein Prozess des, ja, wie soll ich mal sagen, ein Erkenntnis, wenn man Glück hat, ist so ein streitbares Leben, ein Erkenntnisleben auch. Und ohne Hans-Jürgen Müller wäre ich nicht die, die ich heute bin. Das schreibe ich gerne in ganz großen Buchstaben irgendwo hin, weil er ließ mich nicht aus und ich habe ihn nicht ausgelassen. Also, ich habe bei manchen Dingen dann mit den Jahren begriffen, dass er recht hat, und bei anderen hatte er nach meinem Empfinden immer noch nicht recht oder er hat überhaupt nicht recht gehabt und umgekehrt. Also das hat er mir auch, bevor er starb, auch gesagt. Er hat mir gesagt, auch wenn ich dich nicht gehabt hätte, ich hätte allein dieses Projekt überhaupt nicht machen können. Es war gar nicht möglich. Es ging nur, weil du so warst, wie du warst. Und weil ich so blieb, wie ich bin, so, oder war so, wie ich war. Also das sage ich also allen, die jung sind und die das hören hier, weil nicht zu glauben, eine Beziehung ist Friede, Freude, Eierkuchen. Eine Beziehung, wenn zwei Charaktere wirklich diese Beziehung bilden, dann muss man damit leben, dass man Auseinandersetzungen hat. Egal worüber. Also wer zum Beispiel das Wohnzimmer sauft oder bis hin zu den wirklich großen Fragen der Ethik oder auch der Gesellschaft. Man muss sich auseinandersetzen. Und man muss nicht feige den Schwanz einklemmen und sagen, ach nee, dann hat er mich vielleicht nicht mehr gern, oder wenn ich das jetzt nicht mache, ist Quatsch. Ich weiß nicht, wie oft den Koffer gepackt und gesagt, das langt's mir, ne? Jetzt geh nach Hause, ne? Das soll mich in Ruhe lassen, ne? Weil wir waren sehr ähnlich irgendwo und auf der anderen Seite doch wieder ganz anders. Ich bin eher jemand, der erst denkt und dann handelt. Hans-Jürgen hat immer erst gehandelt und dann gedacht, ne? Und hat viele Dinge hinter meinem Rücken gemacht, die ich quasi nicht gutiert habe. Also das kann ich nicht ab, bis heute nicht. Also man kann nicht, wenn man ein Vertrauensverhältnis hat, den anderen hintergehen. Also so etwas habe ich verstanden. So habe ich lange gedacht. Aber irgendwann kommt auch der Punkt, wo du dann siehst, wenn er das nicht gemacht hätte, dann hätten wir es nicht geschafft. Wir hätten dieses Projekt nicht dahin gebracht, wo es heute ist. Weil es war mit mir nicht gut Kirschen essen. Wenn ich nicht wollte, wollte ich nicht. Und wenn er sich bis auf diesen Endpunkt mit mir auseinandergesetzt hätte, dann wäre unsere Beziehung zerbrochen. So, also hat er es hinter meinem Rücken gemacht, weil sie die einzige Art und Weise, wie er dieses Problem umgehen konnte. So, also hat er es so gemacht. Und vielleicht hätte ich es im umgekehrten Fall dann auch so gemacht. Who knows? Also es gibt da auch keine, wie soll ich mal sagen, das ist eigentlich toll, ne? Wenn man, ist nur ein Beispiel, Hans-Jürgen hat mir am Anfang, als wir uns kennenlernten, ein Bild geschenkt von Gerhard Richter, ein Porträt von ihm. Und dieses Porträt, da war der Richter noch nicht so viel wert wie heute. Also ein Richter kostete damals noch, also ich weiß, Hans-Jürgen hat dieses Bild, bevor er es mir schenkte, ich glaube 1985 oder was, hat er in Köln eine Anzeige gemacht im Kunstforum, Kunst auf Raten zu kaufen, weil wir ja immer Geld brauchten. Hat also die Bilder, die er anbot, abgebildet, unter anderem den Richter. Konnte man mit 200 Euro Mark im Monat, konnte man die abbezahlen, so. Unter anderem den Richter. Kein Schwein hat sich für Richter interessiert. Nobody. So. Für die anderen auch nicht. Doch es gab zwei, war ein großes Rainerkreuz noch dabei, das wurde damals verkauft.
allerdings nicht auf Raten. Wie auch immer, also so. Er hat mir dann das Bild, weil das ja noch nicht verkäuflich war, was weiß ich, und ich es so liebte, weil dieses Bild hat mir den Hans-Jürgen gezeigt, den Hans-Jürgen, den ich liebte. Nicht meinen Feind, sondern meinen Liebhaber. Und weil es eine Seite in ihm zeigte, die normal verborgen war. Und dann erfahre ich eines schönen Tages, als ich nämlich hier nach Stuttgart kam, oder wir waren noch gar nicht, wir waren vielleicht 2-3 Jahre in Stuttgart wieder, sagte ich, sag mal, wo ist denn eigentlich der Richter, ich würde den gerne aufhängen bei mir. War der Richter weg. Was hat er gemacht? Er hat den Richter verkauft. Und da war ich zum Beispiel, da habe ich meine Koffer gepackt und gesagt, weißt du was, jetzt ist Schluss. Du kannst mir nicht, es geht überhaupt um Geld, es geht nicht um Werte. Es geht um ein Geschenk, das du mir gemacht hast. Man kann ein Geschenk nicht ohne zumindest den Beschenkten zu fragen, ob er es nochmal hergibt, verkaufen. Das kann man nicht machen. Ne? Und das ging wirklich auf Biegen und Brechen. Also da war ich drauf und dran, also wirklich alles hinzuschmeißen. Ne?